Zuschauer, heute bei uns zu Gast Nitro Gods. Du musst das Mikro mal schön in die Lippen halten. Alles gut bei euch? Alles super. Alles super. Ja. Sag mal, ihr habt keinen Bock mehr auf Studiotricksereien, ihr wollt jetzt einfach ehrliche Musik machen. Was ist los? Zu viele Studiotricks, zu viel Pro Tools, zu viel Computer. Und wir wollten wieder so ein bisschen handgemachten Rock'n'Roll wie in den 70ern, frühen 80ern machen. Und darum haben wir diese Produktion auch so gemacht. Eumel, du hast deine großartige Stimme von Whisky und vom Bier und alles, was dazugehört, feiern ohne Ende. Erzähl mir doch mal eine richtig tolle Geschichte von euren Auftritten mit eurem Whisky und Bier und so ein kühles Blondes ist immer dabei. Geschichte? Was will ich da groß erzählen? Ja, ich bin mittlerweile so weit, ich habe einen mittlerweile Weißbierständer kultiviert, ja. Und das funktioniert mittlerweile so schön, ich brauche schon gar nichts mehr sagen, das wird ständig nachgefüllt. Das heißt, bei einem 2-Stunden-Konzert siehst du ziemlich scheiße aus nachher. Das ist immer so. Ja, die Stimme ist ja wirklich sehr tief, ne? Ja, wenn es du sagst. Habt ihr den von Nazareth, glaube ja, ich, ne? Ja. Den habt ihr ja quasi an der Hotelbar dermaßen bequatscht und betrunken gemacht, das war ich, dass er dann mit euch eine ordentliche Platte aufgenommen hat. Erzähl mal. Ja, betrunken machen brauchte ich den nicht. Wir waren zusammen auf einer Tour und ich habe jeden Abend an der Bar auf ihn eingelabert, er möchte doch bitte auf unserer nächsten Produktion mal seine super Stimme uns kredenzen. Da hat er gesagt, ja, ich soll ihm mal das Lied schicken, wenn ihm das gefällt, kommt er und macht das umsonst, wenn nicht, gar nicht. Umsonst? Ja. Und? Ja, ich habe ihm das Demo geschickt und dann ist er nach Hannover geflogen und hat das gesungen, weil er fand es ja offenbar gut dann. Und? Das war das Whisky Wonderland, was wir heute spielen. Oh, da freue ich mich ganz besonders drauf. Das passte. Und wirklich umsonst? Ja, klar. Hör mal auf jetzt, wirklich? Ja. Er hat gesagt, pass auf, schick mir das Lied. If I like it, I do it for free. If not, no. Zelt in den Garten gestellt, hat er dann genächtigt, war okay. Echt, ja? Das war nicht ganz so, aber... War ein großes Zelt. Nein, hatte da richtig Bock drauf. Er fand das Lied gut, das Demo, und sagte, los, lass uns machen. Ihr singt doch ja so ein bisschen den Frust von der Seele, habe ich gelesen, ne? So alles mal knallhart weg. Was ist denn das für Frust? Ja, wir machen das ja schon eine Weile und haben auch so ein bisschen mitgekriegt. Das Ganze ist natürlich auch für viele Bands werden betrieben wie ein Unternehmen oder wie eine Firma. Ja, da muss klar sein, da muss am Ende der Tour so viel T-Shirts und so viel Umsatz gemacht sein, sonst war es ein Flop. Und diese Herangehensweise ging uns etwas auf den Sack. Vielleicht sind wir auch ein bisschen idealistisch. Auf jeden Fall haben wir gesagt, du, eigentlich wollen wir mit 3 Kumpels Musik machen. Ob das dann hinterher wir dann reich sind oder arm, ist jetzt mal zweitrangig. Sondern wir müssen die Musik geil finden und wir müssen uns auch gegenseitig leiden können. Schließlich fährt man ja auch die ganze Zeit im Auto zusammen rum und nächtigt in Doppelbetten manchmal. Ach, in Doppelbetten, Olme, ja? Ich habe schon mal mit einem Drama auf der Isomatte gepennt, das gebe ich zu. Und also auf jeden Fall ist unser Anspruch doch ein bisschen unkommerzieller an die Musik zumindest ranzugehen. Und wieder ein bisschen den Spaß dabei in den Vordergrund zu stellen. Zumindest was uns Spaß macht. Nicht das Geld verdienen oder mit aller Macht kommerziell erfolgreich sein zu wollen.